begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe, schon der 37. Mediengipfel. Schön, dass Sie da ist. Herzlich willkommen, Monika Grütters. Finden Sie das angemessen, dass ein Film, der Fuck You Jöte heißt, öffentlich gefördert wird? Das muss man halt dabei wissen, dass man ja vorher nicht davon ausgehen kann, ich mache jetzt gerade einen Blockbuster und dafür brauche ich kein Geld. Richtig ist, dass wir alle 5 Jahre das Filmfördergesetz novellieren oder beziehungsweise evaluieren und Schlüsse daraus ziehen, weil das ein kompliziertes Konstrukt ist von Einzahlern und wieder ausreichend von Fördergeldern. Ich habe gerade wieder Kurzfilmpreise vergeben, bin großer Fan von Kurzfilmen. Das sind häufig Debütfilme von Hochschulabgängern. Die Filmhochschulen, gerade 3 Oscars an 3 deutschsprachige Kurzfilmer gegangen. Das zeigt, wie sehr, sehr gut auch im internationalen Maßstab unsere Filmhochschulen sind. Und es lohnt sich, die noch mehr als bisher zu fördern. Wie das klingt, mein erstes großes Gesetz. Ja. Toll. Ja. Ist es so, auch. Und das heißt, es macht ist wahnsinnig man kompliziert. Nicht alle Tage, selbst wie alte Ministerhasen nicht. Kulturgutschutzgesetz. Ja, das kriegen Sie schon locker von mir. Ja, ich habe es aber auch hier aufgeschrieben. Ich bin immer enttäuscht, nicht nur als Frau auf diesem Posten, dass die Kulturszene, anders als man ja unterstellt, nicht weiblicher ist als andere Branchen in Deutschland, sondern sogar eher unterrepräsentiert. Wir fassen zusammen, der deutsche Film ist sicher, ja. Der Kreativstandort ist sicher, Ihre Kunstwerke über der Schrankwand sind sicher. Wenn Sie alle ordentlich Zeitungen kaufen, sind die auch sicher. Man war ja schon in Rio, in New York, in Tokio, aber Mediengipfel in Potsdam ist natürlich ungeschlagen. Die Kunst ist der Grund dafür, dass es so eine tolle Kreativwirtschaft gibt. Und ohne die Kreativen, die auch davon leben können, würde es auch so viel an Kunstproduktion in Deutschland nicht geben. Ich finde, es sind wirklich sehr spannende Gäste hier, die ein weites Spektrum im Bereich Medien und Kultur abdecken. Der Mediengipfel ist vor allen Dingen ein Ort, an dem man Leute trifft, um zu erzählen. Es gibt immer gutes Essen und vor allen Dingen gibt es herausragende Gäste, die einfach ganz interessante Dinge aus der Medienbranche zu berichten wissen. Mediengipfel ist ein Branchen-Get-Together, was in dieser Form einmalig ist. Wenn man als Bank in dem Markt unterwegs ist, muss man auch permanent präsent sein. Und das ist eine gute Bühne für uns. Ich verbinde mit Potsdam vor allem den Medienstandort Babelsberg, viele Oscars. Mit Potsdam verbinde ich die interessanten und netten Menschen und die schöne Architektur in der Innenstadt. Die Medienbranche in Berlin-Brandenburg macht für mich ganz besonders, dass sie unerzogen ist, dass sie immer noch am Wachsen ist, unautoritär und immer was zu meckern hat und unglaublich lebhaft, spannend und jeden Tag neu zu entdecken ist. Und um Kultur zu verkaufen, darf man Kultur nicht langweilig verkaufen, sondern muss es mit Esprit und Witz machen. Und das schätze ich an Frau Grütters Leidenschaft. Wenn man sich diese Branchen heute anschaut, dann weiß man ja, dass vor allen Dingen die Filmbranche, aber auch die Gamesbranche auch zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Aber da letztendlich auch in der Rolle von Frau Grütters immer wieder auch zu schauen, ja, was ist da Kultur und was ist letztendlich doch auch eine Art von Wirtschaftsförderung, das ist natürlich wirklich spannend. Man trifft hier Meinungsbildner und natürlich auch, ja, auch einen Blick in die Zukunft. Und ein sehr inspirierender Abend, der mir viel zurückgibt, um auch weiter nach vorne zu schauen.